Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino. Heute mit Lars Moin. Und Anna. Moin. So, dann kommen wir jetzt zu einem Film aus den 80ern. Wir haben alle Jahrzehnte heute hier vertreten. Schön. Ja, nicht alle, aber... Ich kann mich erinnern, dass wir in dem Film mit der Schulklasse gewesen sind, 1983. Sollte sogar also eine Art Bildungsausflug sogar. Cool. Ja, ja. Berufsberatung Hacker. Nach dem Motto hier, ne? Das war noch mitten im Kalten Krieg. Guckt euch mal an, ne, die bösen Mächte, was man da eventuell, ne, und so. Genau, es geht um War Games und da schauen wir mal kurz rein. Ja, 1983 befinden wir uns natürlich noch mitten im Kalten Krieg. Das war die Zeit, als Ronald Reagan noch die Sowjetunion als das Reich des Bösen bezeichnete und so. Ne? Das waren noch andere Zeiten. Gut, heute sind wir fast wieder so weit, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, der Film beginnt damit, dass beim US-Militär ein sowjetischer Angriff simuliert wird. Das wird aber denjenigen, die da sozusagen an den Computern sitzen und für den Fall also amerikanische Raketen losschicken sollen, nicht gesagt. Und dieser Test ergibt dann, dass tatsächlich 22% der Soldaten, die dort Dienst haben, sich also geweigert hätten und das nicht gemacht hätten, aus Gewissensgründen oder weil sie das einfach nicht wollten. Und um tatsächlich dem zu entgehen und künftig auch sicher zu sein und wirklich also sich auch hundertprozentig zu wehren, wenn die sowjetischen Raketen kommen sollten, wird also ein lernfähiges Computersystem eingesetzt stattdessen. Ja, und in dieses lernfähige Computersystem hackt sich versehentlich ein junger Teenager ein, nämlich David Lightman, gespielt von Matthew Broderick. Der glaubt nämlich, er sei in einem Online-Spiel gelandet. Er benutzt einen Akustikkoppler, das waren die guten alten Zeiten noch, dieses Telefon, was man da auf das Ding, schön. Und ja, macht dann dieses Spielchen einfach mit. Na ja, gut, dann bin ich mal, dann wollen wir mal sagen, die Sowjetunion greift die USA an und dann würden so ein paar Knöpfe gedrückt. Und ja, im Pentagon gehen natürlich die Alarmglocken los. So, und damit sind wir also im Grunde genommen versehentlich ausgelöst durch einen Teenager quasi am Rande eines dritten Weltkriegs, eines Atomkriegs sogar. Ja, dieser Film, wie gesagt, hat damals, weiß ich, kann mich daran erinnern, auch durchaus für Diskussionen gesorgt. Man hat dieses Szenario auch diskutiert. Es gab wohl tatsächlich auch 1983 einen Computerfehler in der sowjetischen Luftraumüberwachung. Also insofern, das war sogar noch fast ein Zufall, dass es parallel zu dem Film tatsächlich noch so eine Art Computerfehler mal gegeben hat, der fast zumindest, weiß man nicht, wie weit das geführt hätte, aber zumindest dazu führte, dass da wohl was Falsches angezeigt wurde, dass da ein US-Angriff erfolge, der gar nicht erfolgt. Insofern hat der Film sogar da eine gewisse Realitätsnähe. Aber ansonsten ist es in erster Linie ein spannender Film eigentlich. Also es ist jetzt kein anspruchsvolles Drama, sondern es ist ein unterhaltsamer, gut gemachter Film, den ich sehr, sehr kurzweilig finde. Und ich finde, dass das auch alles sehr gut erklärt wird, wie das da alles zustande kommt. Also ich mag den sehr. Und die Figur ist ja inspiriert von einem Hacker, der nicht sagen darf, ob er jemals in einen Militärcomputer gehackt hat. Ja, ja. Aber interessanterweise war es damals noch nicht illegal. Erst seit 1990 habe ich gelesen. Ah, ja. Trotzdem natürlich nicht ganz ohne. Ich fand ihn tatsächlich total relevant, weil wir ja gerade heutzutage wieder überlegen, so wie viel darf man tun, welche Signale darf man setzen, bevor tatsächlich irgendwie der dritte Weltkrieg losgeht. Insofern fand ich das irgendwie doch sehr brisant. Und auch also einfach auf dieser Gewissenskonflikt-Ebene. Mhm. Wie weit treibt man das Spiel oder wie weit kann man gehen, bevor wirklich schlimme Konsequenzen folgen? Ja. Und ich finde, der ist dadurch, also auch wenn man, ich meine, jetzt sieht man diesen Computer und denkt so, oh Gott, aber... Aber der ist ja trotzdem vom Ding her gut gealtert, finde ich. Also von dieser Debatte her. Ja, ja, na klar, natürlich. Ja. Ich finde, also wie gesagt, er ist halt also auf die Zeit, in der er spielt, festgelegt. Aber trotzdem, er ist trotzdem gut gealtert. Also ich finde, man versteht alles. Das ist ziemlich schwer, wenn man jetzt quasi versuchen würde zu erklären, was nun genau passiert. So gibt es, ab wann ist eigentlich wirklich eine reale Gefahr da und ist überhaupt eine reale Gefahr da und was ist die reale Gefahr? Das ist gar nicht so leicht zu vermitteln eigentlich, dadurch, dass am Anfang sich halt, dass am Anfang er sich das Ganze nur so als Spiel vorstellt
das auf der anderen Seite halt diese massiven Konsequenzen hat und diese große Angst und das dann die Leute davon zu überzeugen, dass das alles gar nicht real ist und dass wir bitte keine atomaren Raketen nach Russland schicken sollen, weil da passiert gar nichts. Das ist gar nicht so leicht zu vermitteln. Ich finde, das macht der Film richtig gut. Also ja. dieser Spannungsanstieg, die Szenen am Anfang, die ihn da beim Hacken zeigen. Eigentlich will er einfach nur die Informationen über das neueste Spiel oder so rauskriegen. Und keine Ahnung, da gibt es diese schöne Szene, wo er dann erklärt, dass er einfach alle Nummern in der Stadt, wo die Firma anwählt, und dann sagt sie, ist das nicht wahnsinnig teuer? Und ich habe einen Moment gebraucht, hä, wieso ist das teuer? Oh ja, ach so, ja, ja klar. keine Flatrate. Tag gab es damals so. Also insofern, ja. Aber, ja, und er sagt eben, es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen. Genau. Man meint das sogenannte Freaking, nennt sich das. Also das muss man dem Film eben auch tatsächlich so gut erhalten, dass der, was das Hacking angeht, tatsächlich sehr fundiert als auch offenbar recherchiert hat vorher für das Drehbuch. Das haben, glaube ich, auch damals Hacker sehr gelobt, dass das also jetzt alles sehr realistisch wirkt. Ne? Manchmal ist es in solchen Filmen ja so, dass Hacker dann sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Das geht doch so gar nicht. Aber das hat man sich dann wohl auch die Mühe gemacht. Einige Dialoge, die gerade auch die Nerds, mit denen er da zusammenarbeitet, bekommen, sind ein bisschen merkwürdig. Liegt teilweise aber auch in der deutschen Synchro. Ach so. Aber stört ja, gut. Nicht. Genial ist natürlich immer die Idee, dass diese Schulfreundin da immer, weil er erklärt ihr das ja immer, er erklärt es ja uns eigentlich auch damit. Genau. Ja. Aber damit ist sie immer ganz gut eingesetzt in dem Moment. Ja. Ja, stimmt. Ich habe gelesen, dass ihre Rolle eigentlich viel, viel kleiner sein sollte. Sie sollte eigentlich gar nicht in der zweiten Hälfte des Films auftauchen. Ach so, okay. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das ausgesehen hätte, aber genau. Nee, finde ich, wie gesagt, ja, doch, sehr, sehr spannend. Ich finde, wie gesagt, diese wirklich konstante Spannungskurve, bis man dann irgendwie, ne, also wahrscheinlich, wenn man sich den Film guckt, jeder hat wahrscheinlich einen anderen Punkt, an dem er realisiert, okay, das ist jetzt tatsächlich wirklich auch kein Spiel mehr, sondern da besteht eine reale Gefahr. Das fand ich sehr faszinierend, genau. Mhm. Können wir aber kurz über das eigentliche Kriegsverbrechen dieses Films sprechen, nämlich wie sein Vater den Mais isst. Ich muss das mal erklären. Also er nimmt sich einen Toast, das ist wichtig, weil das hat mich nicht losgelassen, ich musste anhalten an der Stelle. Er nimmt sich den Toast, schmiert so dick Butter drauf, ungelogen, so viel, legt den Maiskolben da rein und taucht den in die Butter und schmeißt den Toast dann weg und isst dann den Maiskolben. Das muss mir mal jemand erklären. Das hat mich, auch das, roh war. Das hat mich nicht losgelassen. Ich musste den Film anhalten und musste 10 Minuten pausieren. Das hat mich so geschockt. Also speziell, dass er den Toast wegschmeißt, meinst du jetzt? Ja, warum hat er das erst auf Toast geschmiert? Um dann, warum nicht die Butter direkt auf den Maiskolben? Ja. Und dann beschwert er sich auch noch, dass es nicht schmeckt. Sorry, ich keine Ahnung. Mir gar nicht aufgefallen. Ich komme da nicht drüber hinweg. Die Familie. Das war so eine merkwürdige Eingangsszene. Also ich weiß gar nicht, wieso das überhaupt relevant war, außer dass seine Eltern irgendwie ein bisschen nervig sind und er offenbar immer Klatsch mit denen hat und dann irgendwie bestraft wird. Aber ja. Ich hatte schon, an dem Moment hatte ich schon die Befürchtung, dass die Eltern dann vielleicht eine etwas größere Rolle spielen, dann später noch auftauchen. Die war ja eher so Beiwerk. Ja, Gott sei Dank. Das war genau die richtige Menge. Ja. Nee, total spannend und ja, wie gesagt, das ist, keine Ahnung, ob man das nachvollziehen kann, es steckt in der Zeit fest. Also man kann ziemlich genau sagen, wann der Film gemacht wurde, aber es ist trotzdem zeitlos, wenn das Sinn ergibt. Genau. Ja. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.